Letzter Stand vor dem Wahlsonntag. Die Stadt Duisburg informiert über die derzeitigen Vorbereitungen zur Landtagswahl. Und die laufen reibungslos, sagen Kreiswahlleiter Martin Murak und der Projektleiter Wahlen Andreas Weinand. Wir haben alles gut vorbereitet. Die Wahllokale sind bekannt. Die Wahlbenachrichtigungen sind rausgeschickt. Wir haben schon eine ganze Menge an Briefwahlanträgen und auch Briefwahlrückläufen. Also ich habe das Gefühl, es läuft wirklich gut. Jetzt müssen am Sonntag nur noch möglichst viele Duisburgerinnen und Duisburger zur Wahl kommen, damit wir eben auch eine gute Wahlbeteiligung haben. Weil es ist schon wichtig, dass eben sich möglichst viele an dieser Wahl beteiligen. Weil es hängt eine ganze Menge davon ab. Bei der letzten Wahl 2017 lag die Wahlbeteiligung bei 58,7%. Nicht gerade viel, aber bisher sieht die Resonanz ganz gut aus. Ein großer Teil der Duisburgerinnen und Duisburger hat nämlich wieder per Brief gewählt. Über 70.000 Duisburgerinnen und Duisburger haben diesen Service schon genutzt. Und wie gesagt, wir haben auch einen Großteil auch schon wieder zurückbekommen. Also wenn das klappt hervorragend. Und wir haben nur ganz wenig Beschwerden bekommen, dass irgendwelche Unterlagen nicht angekommen sind. Falls Unterlagen nicht angekommen sein sollten, die Bürgerinnen und Bürger können sich natürlich bei uns im Wahlamt melden. Und dann kriegen wir das auch noch hin. Alle Briefwahlstellen sind noch bis Freitag geöffnet. Diese befinden sich in den Bezirksämtern Hamborn, Homberg und Süd. Hier kann man seine Wahlunterlagen bis 18 Uhr abgeben. Oder man wählt direkt klassisch an der Urne. Denn jede Stimme zählt. Martin Murak rechnet mit einem knappen Rennen.